Wie geht es der Gleichstellung heute im 2019? Wir haben die Aussenroder Bevölkerung gefragt. Film ab. Ob Frau oder Mann hat mehr Respekt von einem Mann als von einer Frau. Die Frauen muss man immer überzeugen und die Männer muss man nur überreden. Die Gleichstellung ist, wenn man Mann und Frau gleich viel Respekt gegenüber zeigt. Dass einfach beide Geschlechter genau die gleichen Chancen und die gleichen Rechte haben und auch von der Gesellschaft als gleich behandelt werden. Huhn und Ei, was kommt zuerst? Wir stehen uns vielleicht alle selber im Weg. Ich habe das Gefühl, die Mentalität ist wie auch immer noch da und die müssen wir zuerst wegbringen, bevor da gut umgesetzt werden kann. Das Gefühl hat sich nicht wahnsinnig viel entwickelt in der letzten Zeit. Also zu wenig aus meiner Sicht. Als Kanadierin habe ich, glaube ich, hier Gleichstellung oder der Mango davon erst hier gelernt. In der Schweiz schon, habe ich das Gefühl, besser als an anderen Orten, aber jetzt auch nicht optimal. Also, ist es bei der Frau, die sagt, ich bekomme einen Lohn? Oder ist es der Mann, der sagt, ich gebe dir einen Lohn? Meine Mutter hat sich ab und zu ein bisschen komisch gefühlt, weil sie gefunden hat, sie ist immer daheim und schaut für uns und kommt ja für das keinen Lohn über. Ich habe einen Chef und eine Chefin und finde, dass das wirklich ein himmelweiter Unterschied ist. Oft ist es so, das habe ich bei mir selber auch erlebt. Manchmal musst du einfach einen Schritt zurückgehen. Ich glaube, das ist ein kleines Rezept. Wir sind so aufgewachsen. Man kann es wie nicht ändern, das ist in den Köpfen so. Und auch die jungen Frauen wieder begeistern, mal einen technischen Beruf zu erlernen. Eben auch eine Mädlichkeit Informatik gehen oder ein Bub, weiss auch nicht, die Krankenpflege. Dass man da quasi wie schon von Anfang an so vermittelt. Vielleicht ist ja die neue Generation besser. Dass wir in den nächsten Jahren noch ein bisschen mehr Frauen in die Politik und in die Wirtschaft hineinbringen. Sondern dass es auch wie ein bisschen selbstverständlich wird für die Menschen, dass Geschlechter gleichgestellt werden.